Das sind die Gemächer des königlichen Schreibers. Sieht wichtig aus. Sieht wichtig aus. Verschlossen. Eine Leiter. Ah, ein Schlüssel. Offizielle Papyri. Diese Truhe gehört dem königlichen Schreiber Eudorus. Ein doppelter Boden. Ein Brief. Geschätzter Ibis, der Pharao bleibt gefügig und ist weiterhin unsere Marionette. Sei vorsichtig in Siva. Der Mord am Raya war nur der erste. Zwei von uns hier in Alexandria wurden auch bereits ermordet. Wie auch immer, wir haben hier alles unter Kontrolle. Gennadios verhört bereits aktiv die Bevölkerung. Wir schätzen deine Mühen, Ibis. Langes Leben. Gestempelt mit dem Siegel der Schlange. Die Schlange ist Eudorus, der Palastschreiber. Aya sagte, der königliche Schreiber wäre oft im Badehaus. Dort werde ich den Naked Eared Eudorus töten. Ah!
Ρουσέφα της Θεής, Ρουσεφέριν κτίνωσο, υπόποτε. Lässt du Veliodoros wegen Plagiatsvorwürfen verklagen? Ich liebe es, herzukommen. Allein das Gebäude ist die Reise wert. Ist alles zu deiner Zufriedenheit, mein Herr? Sieh dir diese prächtige Decke an. Einfach göttlich. Mein Herr, bist du angemessen bedient? Simonides, du hast zu viel Wein getrunken. Kann ich irgendetwas für dich tun, mein Herr? Geh mir nicht auf die Nerven, wenn's recht ist. Dummkopf. Jetzt mach doch endlich! Verfluchen dich die Götter. Welchen Grund hast du, mich zu töten? Du hast meinen Sohn vor meinen Augen ermordet! Du bist ein Narr. In dem Tempel! In Siva! Dieses gottverdammte Drecksloch? Ich hatte nichts zu tun mit diesem Desaster. Es ist zu spät für deine Lügen. Anubis erwartet dich. Der Tod der Schlange war diesen kleinen Verlust wert. Die Schlange? Die Schlange wird niemals sterben. Sohn von Apophis. Der Herr der Duat erwartet dich. Eudorus, ermordet! Bei den Göttern, er wurde ermordet! Seht nur das Blut! Aber er war doch so schön! Es ist Eudorus, arme Seele! Idioti!
Μουρίας παρασκευάσματα του τα εστίν. Mein Liebster. Die Schlange und Gennadius sind tot. Es war Eudoros. Er starb strampelnd im Badehaus. Wäre ich nur dabei gewesen. Meine Frau. Meine Frau. Dee. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sicker-Effekt. Außer Bayeks Erinnerungen, erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel, ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Nachdem ich sie gefunden habe. Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Diana, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sicker-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Oh. Verdammt, ist das kalt. Oh, ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich habe nicht vor, hier unten zu versauern. Eine Geschichte wird erzählt. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art.
Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihr synchronisieren. Layla, du solltest noch etwas wissen. Wenn du unkontrolliert Gensequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer.